Die Deutsche Bahn kooperiert mit Google. Einer der größten internationalen Anbieter von Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen hat heute mit einem der größten internationalen Internetdienstleister auf dem Berliner Hauptbahnhof das Projekt Google Transit gestartet. Dabei werden die Informationsmöglichkeiten für Zugreisende mit einem neuen Service auf Google Maps deutlich erweitert. Das Angebot ist für die Nutzer kostenfrei. Wir haben heute unsere Kooperation mit Google verkündet, wo wir in Google Transit mit Google kooperieren. Das heißt, wir ihnen unsere Fahrplandaten zur Verfügung stellen, sodass sie unter Google Transit demnächst weltweit sich einloggen können und sich anschauen können, ob es auch eine Alternative gibt, zum Auto mit der Bahn zu fahren. Bisher konnten Sie sich informieren, wie lange es mit dem Auto dauert, von A nach B zu kommen auf Google Maps. Jetzt können Sie auf einen Knopfdruck vergleichen, wie lange dauert es mit der Bahn. Zum bisherigen Angebot auf Google Maps mit Routenvorschlägen für Autofahrer und Fußgänger kommt jetzt eben auch eine direkte Empfehlung für Verbindungen im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Dafür muss der Nutzer lediglich Abfahrts- und Zielort eingeben. In Sekundenbruchteilen wird dann die beste Fahrtroute mit öffentlichen Verkehrsmitteln errechnet. 15 Mitarbeiter der Deutschen Bahn und von Google haben 2 Jahre lang an diesem Projekt gearbeitet. Große Datenmengen bedeuten große Herausforderungen. Die größten Herausforderungen lagen schon in der Komplexität der Daten, die wir da zu bewältigen hatten. Wir haben da gemeinsam die Erfahrung gemacht, dass es eben nicht ganz so einfach ist, aus doch vielen, vielen Millionen Rohdaten dann am Ende des Tages eine vernünftige Fahrplanauskunft zu machen. Wir haben 500 Regionen weltweit, aber die Deutsche Bahn ist mit Sicherheit der anspruchsvollste Partner gewesen. Auch Qualität ist natürlich da sehr, sehr wichtig gewesen. Es hat also gedauert, wir haben viel getestet, wir haben viel abgeglichen, wir haben viel verglichen. Wirklich mit dem Ziel am Ende, dass die Auskunft von Google so gut ist, wie die Auskunft, die sie bei der Deutschen Bahn bekommen. Die DB AG ist der erste Partner für Google Transit. Das in Deutschland bisher einmalige Projekt ist ein Schritt in die Zukunft. Es ist innovativ, nachhaltig, bietet einen größeren Kundenservice und zahlt damit direkt auf die Strategie DB 2020 ein.